Showtime ist am Start und wir gehen in die nächste Folge und ich bin dankbar für meinen nächsten Gast, den ich hier eingeladen habe, der mit mir in dieser großartigen neuen Show spielt. Und das auf eine ganz besondere, tiefgründige Art und Weise, denn darum geht es bei Showtime, dass wir gemeinsam miteinander Freude haben und Spaß haben, aber auch, dass wir uns mit tiefgründigen Themen beschäftigen. Und deswegen, hallo erstmal an Bea. Schön, dass du mit dabei bist und vielleicht ganz kurz mal dich vorstellst, und zwar, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, woher du kommst, so ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Ja, hallo Andreas, freut mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Beatrice Dedden und ich bin Erzieherin, das mittlerweile schon seit 2007. Und ich habe schon in verschiedenen Kitas gearbeitet. Aktuell wohne und arbeite ich in Köln-Porz in einer kleinen eingruppigen Elterninitiative. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin 37 Jahre alt und bin Mama von einem 9-jährigen, quirligen, tollen Sohn. Du hast ja 3 Gegenstände für uns mit dabei, die so ein Stück weit etwas über dich erzählen. Nimm doch mal den ersten und erzähl uns mal die Geschichte dazu. Der erste, der ist sehr groß und passt nicht in die Kamera, aber ich mache einfach mal so. Oh, okay, wir sehen ein Stück davon und ich weiß genau, was es ist. Ganz genau, das ist nämlich meine Gitarre. Und Musik ist meine Leidenschaft. Schon als ganz kleines Mädchen habe ich den ganzen Tag nur gesungen und nichts anderes getan. Und dann ging es schon sehr früh los mit musikalischer Frühförderung, ganz klassisch mit Glockenspiel und dann mit Geige, das ein bisschen zu schwer für mich war. Und dann ging es weiter mit Keyboard und Klavier. Und ich habe festgestellt, im Kindergarten komme ich mit meinem Keyboard- und Klavierkünsten überhaupt nicht weiter, weil ich spiele einfach nur Melodien und kann nicht dabei singen. Und dann habe ich einen ganz tollen Gitarrenlehrer kennengelernt. Und der hat mir die Grundlagen der Gitarre beigebracht. Und die ist heute mein täglicher Begleiter. Ah, das heißt, du spielst Akkorde und singst ein bisschen dazu. Ja. Ja, gibt es irgendeinen Gitarristen, einen Liedermacher, der dich sehr geprägt hat? Rolf Zukowski. Okay. Und singst du auch diese Lieder oder bringst du sogar was Eigenes mit rein in den Kita-Alltag? Das ist ganz unterschiedlich. Ich liebe die Lieder von Rolf Zukowski und bringe sie sehr gerne mit in den Kindergartenalltag ein, aber auch von Volker Rosin oder Detlef Jörke. Also so ganz typische Kinderliedermacher. Ich mache aber auch mit den Kindern Musikprojekte und führe sie selber an die Magie der Musik heran und bringe ihnen ganz unterschiedliche Musikinstrumente nahe, angefangen von Rhythmik über Klassik. Und jetzt aktuell haben wir Kinder, die sind total E-Gitarren begeistert. Kann ich leider nicht spielen, aber wir haben welche gebastelt. Und in verschiedenen Projekten habe ich mit Kindern auch schon Kinderlieder erarbeitet. Oder manchmal fällt mir auch ganz spontan was ein und ich fange einfach an zu singen. Und daraus entstehen dann auch eigene Lieder. Oh, wie schön. Musik als Teil des Lebensalltags. Was ist der zweite Gegenstand, den du uns mitgebracht hast? Der zweite Gegenstand, kling, kling, den habe ich um. Das ist nämlich auch ein Teil meines Lebens. Ja, die kann man aufklappen, stimmt's? Richtig, genau, das ist der größte Schatz meines Lebens. Kann man gar nicht so gut erkennen, das ist mein Sohn. Wie heißt dein Sohn eigentlich? Tom. Okay, und Tom, hast du gesagt, ist 9 Jahre, gell? Richtig. Ja, und er ist quirlig, hast du gesagt. Ja, sehr. Ja. Und das bedeutet dir so viel, dass du deswegen Tom in deiner Halskette hast. Ganz genau. Ich bin sehr, sehr früh wieder arbeiten gegangen und da war der Trennungsschmerz für mich größer als für mein Kind. Und da musste ich immer einen Teil von ihm bei mir haben. Und auch heute ist das noch so. Eine Zeit lang hing die Kette an meinem Schmuckkästchen. Aber in letzter Zeit trage ich sie wieder ganz nah bei mir und das freut meinen Sohn natürlich auch, weil er natürlich ganz genau weiß, was diese Kette und er mir bedeutet. Gibt es so eine Eigenschaft an Tom, die du einfach nur mega krass geil findest? So eine Sache, wo du sagst, so, der ist so geil. Ja, er ist ein totaler Technikfreak. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Richtig. Das heißt, er kann Dinge auseinanderbauen, sie untersuchen, analysieren oder was? Ganz genau. Das lustigste Beispiel ist der typische 80er-Jahre Farbenwürfel, den man ja so schön drehen muss, bis man dann wieder die richtige Kombination hat. Tom schraubt ihn auseinander und baut ihn einfach wieder richtig zusammen. Ist doch viel schneller und einfacher. Geil, wie effizient auch. Ja.
Sehr cool. Okay, Gegenstand Nummer 3. Was hast du noch mitgebracht? Das hier. Ein Schraubendreher. Ein Schraubendreher, ganz genau. Das ist sogar ein besonderer, weil das sind, glaube ich, die, mit denen man auch den Stromdings messen kann, oder? Ja, richtig, ganz genau. Und ich glaube, ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken um den dritten Gegenstand gemacht, aber ich glaube, dieser Gegenstand hier, der repräsentiert ganz, ganz viel auch von mir. Aha. Ich bin nämlich nicht so die klassische Hausfrau. Ich finde Bauen und Technik und Konstruieren genauso genial wie Musik machen. Also die ganzen Möbel in meiner Wohnung, auch die Schränke hier hinter mir, die habe ich ganz alleine selbstständig zusammengebaut und an die Wand gebracht und bin natürlich mächtig stolz darauf. Ich freue mich dann über jedes Teil, was ich selber zusammengebaut habe. Und ich mache aber auch gerne Schmuck selber, ganz individuell und kreativ. Also ganz, ganz viel im handwerklichen Bereich. Oh, ist das auch ein Ausdruck von Unabhängigkeit? Also ja. Würdest du jetzt als sehr unabhängigen Mensch bezeichnen? Ja, sehr, ja. Okay, ja, wie spannend. Und Mensch, darauf würde ich ja jetzt am liebsten nochmal eingehen. Ich finde nämlich gerade solche Persönlichkeitsmerkmale hochinteressant. Aber dann läuft uns ja die Zeit davon. Denn wir kommen jetzt in Kategorie Nummer 2. Waren jetzt in Kategorie Nummer 1, das ist Tell Me More. Jetzt kommen wir in Der will nur spielen. Ich habe ein paar Spiele für dich vorbereitet. Und bei dem einen oder anderen Spiel kannst du sogar Geld gewinnen. In der Tat, jetzt fragst du dich vielleicht so, what, Geld, was soll das? Ja, weil das Geld, das wir in allen Folgen von Showtime erspielen, das spenden wir an die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Mhm. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und dafür kannst du sozusagen jetzt Geld erspielen. Und dieses Geld packen wir mit in den großen Topf, um dann der Stiftung eine große Freude zu machen und vor allen Dingen auch vielen Kindern ein wunderbar gewaltfreies Leben zu bieten. So, fangen wir an. Und zwar das erste Spiel ist das Entweder-Oder-Spiel. Das kennst du vielleicht. Das ist ganz einfach. Du sagst das eine oder das andere. Und zwar am besten aus dem Bauch heraus, nicht lange drüber nachdenken, direkt entscheiden. Es gibt zwei Games sozusagen. Das eine ist aus dem Leben heraus und das andere hat mit der Kita zu tun. Wir lassen es einfach mal passieren. Bist du bereit, Bea? Ja. Okay. Obst oder Gemüse? Gemüse. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Regen oder Schnee? Schnee. Gitarre oder Klavier? Gitarre. Hamburger oder Cheeseburger? Hamburger. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen. Haus oder Wohnung? Wohnung. Brot oder Brötchen? Brötchen. Harry Potter oder Herr der Ringe? Beides. Duschen oder baden? Duschen, weil baden nicht geht. Keine Badewanne? Ja. Kochen oder bestellen? Bestellen. Netflix oder Amazon Prime? Beides. Beides. Land oder Stadt? Am liebsten Land. Heiraten oder wilde Ehe? Weder noch? Ja, weder noch. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Teppich oder Fliesen? Fliesen. Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Okay, wir switchen in den Kita-Bereich. Jetzt wird's spannend. Achtung. Offen oder geschlossen arbeiten? Geschlossen. Montessori oder Waldorf? Montessori. Leitung oder Gruppendienst? Gruppendienst. Krippe oder Kita? Kita. Vollzeit oder Teilzeit? Teilzeit. Berliner oder Münchner Eingewöhnungsmodell? Berliner. Kinder wecken oder nicht? Nein. Nur ein Job oder absolute Berufung? Job, in den ich reingewachsen bin, mit ganzem Herzen. Erlebnispädagogik oder Theaterpädagogik? Theater. Religiöse Erziehung oder nicht? Ja, religiös. Großes Team oder kleines Team? Kleines Team. Bewerbungsgespräch oder Elternabend? Bewerbungsgespräch. Jetzt kommt's, pass auf. Dienstleister oder Gastgeber? Das ist schwer. Ich glaube beides. Okay, lassen wir so stehen. Mhm. Morgenkreis oder Kinderkonferenz? Morgenkreis. Konflikte suchen oder Konflikte vermeiden?
Konflikte lösen? Freispiel oder Angebote? Freispiel. Kontrollieren oder vertrauen? Ich würde lieber vertrauen, kontrolliere aber viel. Rechtsschutzversicherung oder Risiko? Rechtsschutz. Konkurrenzspiele oder Kooperationsspiele? Kooperationsspiel. Kinder müssen probieren beim Essen oder dürfen probieren? Sie dürfen. Okay, letztes. Krank zur Arbeit oder zu Hause bleiben? Zu Hause bleiben. Okay, jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien, nämlich, jetzt kannst du auch Geld für die Stiftung gewinnen. Du darfst jetzt Kinderlieder erraten. Ich spiele dir jetzt Intros vor von alten Kinderserien oder neuen Kinderserien, kommt drauf an. Und du darfst erraten. Wenn du es richtig errätst, bekommst du jeweils immer 1 Euro. Das summiert sich dann am Ende. Bist du bereit? Ja. So, ich gebe den Bildschirm frei. Zack. Zack, okay, dann spielen wir das erste Lied. Manche Lieder spiele ich auch nur kurz an, weil ansonsten würde der Liedtext verraten, um welche Serie es sich handelt. Mhm. Los geht's. Weißt du schon? Ja. Okay, hau raus. Heidi. Das ist Heidi, richtig. Applaus. Das gibt den ersten Euro, den du auf dein Stiftungskonto einzahlen kannst. Lied Nummer 2. So. Wo haben wir es? Welche Kinderserie ist das? Weißt du schon? Ja. Ach Mann, heute habe ich es so einfach gemacht. Was ist es? Sesamstraße. Wer, wie, was? Ready. Richtig. 1 Euro. Zack. Nochmal dazu. Jetzt hoffe ich, dass das dritte ein bisschen schwieriger ist. Aber Achtung. Lied Nummer 3. Ja, klar. Mann, was ist es? DuckTales. Richtig, DuckTales. Du hast ja. 3 Lieder voll, 3 richtig erraten, 3 von 3. Das sind 3 Euro, aber das war noch nicht alles. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Du darfst jetzt Menschen erraten. Ich zeige dir jetzt Fotos, insgesamt 5 Fotos. Und du musst erraten, um welche Person es sich handelt. Obacht, das können Fotos sein, im regulären Erwachsenenalter. Das können aber auch Kinderfotos sein von diesen bekannten Persönlichkeiten. Und du musst dann erraten, um wen es sich handelt. Bin ich mal gespannt. So, zack. Dann. Wer ist diese Person? Kannst du es sehen? Noch nicht, leider. Ach, jetzt sehe ich es. Amadeus Mozart. Wer ist das? Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart? Falsch. Ach, schade. Jetzt habe ich dich dran gekriegt. Bitte? Ach, Mann, ist es Beethoven? Ja, es ist Beethoven. Ach, Mensch, es tut mir leid. Das ist kein Problem. So ist das halt. Jetzt habe ich dich ja wenigstens einmal dran gekriegt. Achtung, pass auf. The next one. Zack. Wer ist dieser junge Kerl? Erkennst du es im Gesicht? Sieht ein bisschen aus wie Robin Williams von den Gesichtszügen. Ist das deine Antwort? Ja, ist wahrscheinlich falsch. Ist es die Antwort? Ja. Ja, es ist Robin Williams. Echt? Mein Herzensschauspieler. Ich liebe ihn. Und ich finde, bei diesem Kinderfoto kann man das sogar sehen. Ne? Das ist da, diese Magie, ja, die er hat. Was ist da? So, zack. Foto, das muss ich mir aufschreiben. So, das war hier. Bam. Das nächste. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist diese Person? Dieser großartige Mensch? Barack Obama. Ist das deine Antwort? Ja. Nein, es ist Nein, falsch. Ist nicht. Es ist nicht Barack Obama. Aber du darfst trotzdem nochmal, das streiche ich dir jetzt zwar, aber du darfst ja mal raten. Dieser Mann hat die Welt verändert. Oh. Er hat für sich gekämpft und für Martin Luther King. Yes. Ah. So, das 4. Foto. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du diese Dame kennst. Wer ist das?
Oh, das ist auch für mich sehr schwierig. Ich gebe dir ein bisschen einen Tipp. Es ist eine Person, die lebt noch und die arbeitet noch sehr, sehr viel und ist sehr bekannt. Sehr, du kennst sie definitiv. Ob du sie magst, weiß ich nicht. Ich kann mit ihr nichts anfangen. Sie ist viel im Fernsehen unterwegs. Im Fernsehen unterwegs, oh wei. Ich komme wirklich nicht drauf. Ich muss passen. Musste passen. Okay, dann pass auf. Wir verzeichnen das als faul sozusagen, aber wir machen einfach, wir gucken mal, ob ich dir ein paar Tipps geben kann, sodass wir näher kommen. Also, sie macht Geld mit ihrem Aussehen, hat sie zumindest gemacht. Und jetzt macht sie Geld mit dem Aussehen anderer. Heidi Klum? Yes. Ach du je. Das ist Heidi Klum. Ach du je. Kommst du mit der klar? Nein, ich mag ihr Konzept überhaupt nicht. Ja, da bin ich bei dir. Ne? Wenn es um diese Show geht, die sie da macht, ne? Ja. Ja. Okay, letztes Foto. Wieder eine großartige Frau. Zack. Da ist sie. Eine wunderbare, großartige Frau, die ebenfalls die Welt verändert hat. Aber schon lange nicht mehr lebt. Ach Mensch. Ich habe das Foto erst vor kurzem gesehen. Vielleicht sogar in einem Kinderbuch, weil es gibt eine wunderbare Kinderbuchreihe von Little People, Big Dreams. Da ist sie auch mit drin. Also ich müsste jetzt wirklich ins Blaue raten, weil, wie gesagt, ich habe das Foto schon, ich kenne das Foto. Aber das ist nicht Maria Montessori, oder? Nein, das ist sie nicht. Aber pass auf, ich gebe dir noch eine Chance. Versuche dir ein bisschen was zu helfen. Ja. Und zwar, die hat es geschafft. Was soll ich machen? Also, die ist unter anderem leider auch an ihrem Erfolg gestorben. Also, das, was sie so erfolgreich gemacht hat und wofür sie etwas gewonnen hat, daran ist sie auch gestorben. Glaube ich, also ich glaube doch zumindest, ja. Ich glaube das schon. Dadurch ist sie sehr krank geworden. Und sie ist die einzige Frau, die diesen Preis, den sie gewonnen hat, glaube ich, sogar zweimal gewonnen hat, in zwei unterschiedlichen Kategorien. Ja, ich komme einfach nicht drauf. Ich setze mich unheimlich viel mit starken Frauen unserer Geschichte und starken Persönlichkeiten auseinander. Starken Persönlichkeiten. Aber ich... komm mal leider. Dann verrate ich es einfach. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn nicht, steinigt mich nicht da draußen, ja? Es ist Marie Curie. Marie Curie, natürlich. Die zweimal den Nobelpreis gewonnen hat für zwei unterschiedliche Kategorien und ich glaube einmal auch für die, da ging es auch um die Forschung von nuklearem Material. Ne? Mhm. Ich glaube, da ist sie letztendlich dann auch an der Strahlung gestorben. Aber genau habe ich mich nicht mit ihr auseinandergesetzt. So, okay, jetzt schauen wir doch mal. Okay, so viel haben wir noch nicht aufs Konto erspielt, aber das ist gar kein Problem. Wir machen einfach mal weiter und gucken, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt Kategorie Nummer 3. Das ist die Kategorie Mal unter uns. Ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen und wir tauschen dazu unsere Gedanken aus und gucken mal, was passiert. Und zwar die erste Frage, die ich an dich habe, fängt fast an mit dem, was du eben erraten hast mit den Kinderliedern. Gibt es eigentlich eine Kinderserie, die du ganz fest in dein Herz geschlossen hast, wo du sagst, so, wow, die bedeutet mir heute noch viel? Das sind eigentlich eher Hörspielkassetten, mit denen ich aufgewachsen bin. Und das ist Regina Regenbogen. Regina Regenbogen? Die finde ich heute noch total toll. Weil das ganze Sounderlebnis drumherum, ich habe mir wirklich vor kurzem nochmal die Hörspiele bei YouTube angehört. Und dann dachte ich, boah, das sind so tolle Schauspieler, die da sprechen und die ganze Hintergrundkulisse und das, was da alles mit reinspielt an Geräuschen, das ist ja unheimlich komplex. Und dann dachte ich, boah, das ist heute noch eine richtig tolle Serie. Sag mal, schläfst du noch bei Hörspielen ein? Es gibt ja viele Leute, die das machen. Machst du nicht mehr? Nein. Ich kenne viele tatsächlich in meinem Alter, die noch mit Bibi Blocksberg und Co. einschlafen. Voll spannend. Also Regina Regenbogen ist eine deiner Herzenshörspiele. Ja. Ja.
Frage Nummer zwei. In welchen Situationen gelingt es dir leider viel zu selten mal Nein zu sagen? Das kennst du bestimmt, ne? Du bist in so einer Situation und du willst eigentlich Nein sagen, sagst aber dann doch irgendwie ja, keine Ahnung, lässt dich da überreden, breitschlagen, keine Ahnung. Gibt es da so Situationen, wo du lieber mal gerne öfters Nein sagen möchtest? Ja, gab es viele. Heutzutage kann ich aber sagen, ich habe sehr gut gelernt, auf mich selber zu hören. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft weiß ich noch, mein Körper hat mir ganz, ganz starke Signale geschickt, was geht und was nicht. Und wir wollten eine lange Reise antreten und ich habe vorher schon gemerkt, ich sollte das nicht tun. Mir geht es damit nicht gut. Und dann habe ich mich aber von der Familie so bequatschen lassen, dass ich doch mitgefahren bin. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das war nicht gut. Das hätte ich nicht tun sollen. Und heute kann ich aber wirklich sehr gut Nein sagen. Ich bin dabei auch sehr bestimmt und kann das auch für mich so begründen und sagen, nein, das tue ich nicht. Wow, das heißt, es gibt nicht mehr die eine klassische Situation. Ich meine, uns allen passiert das mal, dass wir mal Ja sagen zu etwas, wo wir eigentlich Nein sagen wollen. Aber es gibt nicht mehr die klassische Situation, die sich permanent in deinem Leben wiederholt, wo du immer wieder Ja sagst, anstatt Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin da wirklich sehr klar. Wow, okay, mega spannend. Dann Frage Nummer drei. Wenn du, der erste Impuls, der erste Gedanke, wenn du an deine Schulzeit denkst, was ist das Erste, was dir da hochkommt an Bildern, an Erlebnissen? Das kommt drauf an, welche Schulzeit. Für mich hat die Schulzeit vier Kategorien. Die Grundschulzeit, ja, die Unterstufenzeit, die Oberstufenzeit und meine Ausbildung. Wir nehmen mal Grundschule. Grundschule war für mich sehr beklemmend. Okay. Ja. Aufgrund von Lehrern, Mitschülern, dem System, dem Dorf, der Stadt? Den Lehrern und dem System, weil ich schon immer ein sehr eigener Charakter war. Und wie ich schon sagte, ich habe immer gesungen und ich war sehr kreativ. Und meine Art und Fantasie, die ist einfach aus mir rausgeblubbert, auch wenn ich unheimlich still und zurückhaltend war. Trotzdem ist das so vor mich hingeblubbert. Und meine Lehrer haben mich ganz viel gegängelt auf eine Art, die mir nicht gut getan hat. Gab es auch Lehrer, wo du eindeutig sagst, das ist ein totales No-Go gewesen und es ist so schade, dass jetzt bist du, wie alt bist du, 37 hast du gesagt? 37, ja. Wir sind ein sehr ähnlicher Jahrgang. Da gab es, das war noch Aufwachsen in den 80ern, da waren Lehrer auch noch, da haben die auch teilweise, je nachdem woher man kam, noch geschlagen, mit dem Schlüssel geworfen, mal auch gespuckt oder was auch immer. Gab es da auch Lehrer, wo du gesagt hast, ey, das ist so traurig, dass so Leute überhaupt mit Kindern arbeiten durften? Alle Lehrer, jeder Einzelne. Also angefangen von der ersten Klasse, da habe ich einen ganz eine ganz starke Situation, die ich immer noch sehr bildlich vor Augen habe. Ich habe ein Bild gemalt mit einem Regenbogen und für mich war ganz logisch, wenn es einen Regenbogen gibt, dann darf nicht nur die Sonne scheinen, sondern auch es muss regnen, sonst kommt kein Regenbogen. Mhm. Und dann habe ich das ganze Bild blau gemalt, mit blauen Strichen. Und das hat meine Lehrerin nicht gefallen. Sie hat es nicht verstanden. Und dann hat sie es mit Worten zerrissen. Ah, also Demütigung. Ja, genau. Und dann weiter in der dritten, vierten Klasse hatte ich andere Lehrer. Und auch da kann ich mich an eine Situation erinnern. Ich habe eine sehr, sehr junge Mama. Die ist Künstlerin und sie hat damals studiert. Und ich konnte mir nicht merken, an welchen Tagen sie da war und wann nicht. Oder wann sie im Praktikum war und wann nicht. Und ich sagte ja vorhin schon, ich war ein eigentlich sehr stilles Kind und ich war sehr langsam, was auch eine gesundheitliche Geschichte hat. Und ich habe einmal nachmittags mit einer Klassenkameradin Tafeldienst gehabt, aber der Schulbus stand schon vor der Tür und den haben wir verpasst. Und dann mussten wir runter ins Sekretariat und unsere Eltern anrufen. Und ich sagte, meine Mama, die ist nicht da, die ist im Studium. Und dann musste die Schwester meiner Klassenkameradin zu Fuß kommen und die hat uns dann zu Fuß abgeholt. Das war damals noch so mitten auf dem Land, zwischen Feldern die Schule und der Nachhauseweg war sehr weit. Und meine Eltern, die haben sich große Sorgen gemacht und natürlich oft in der Schule angerufen und die waren schon dabei, fast die Polizei zu rufen. Und offensichtlich hat das Ganze dann solche Kreise angenommen, dass die Lehrer
viel Ärger bekommen haben. Wie könnt ihr Schüler alleine in der Schule lassen? Und dieser Ärger wurde hinterher auf uns abgeladen. Man hat mir eingeredet, es waren zwei Erwachsene gegen eine kleine Schülerin, Drittklässlerin. Ja. Beide Erwachsene sagten, du hast gelogen. Du wusstest, deine Mama ist zu Hause, du hast gelogen. Und dann hinterher zur Leitung, wir wissen, die hat gelogen. Ne? Wir sind nicht schuld, die hat gelogen. Mhm. Und das war für mich so prägend, dass ich mir heute noch denke, das tue ich Kindern nicht an. Also so die eigenen Gefühle nicht verarbeiten können als Erwachsener und die Wut, die Aggression, die eigentlich in einem selbst steckt, an den Kindern auszulassen. Ja. Krass. Ja, solche Geschichten könnte ich leider auch ohne Ende erzählen. Also scheinbar haben wir eine sehr ähnliche, vor allem in Grundschulzeit gehabt, wobei auch in der weiterführenden Schule ich auch viele Arschlöcher hatte. Und damit meine ich die Lehrer. Yes. Okay, nächste Frage. Und zwar, stell dir mal vor, du könntest mit einer berühmten Person, die muss auch nicht mehr leben, du könntest mit der Zeit verbringen, einen Tag lang. Ihr könnt einen Kaffee trinken gehen, was essen gehen, keine Ahnung. Und du dürftest dieser Person eine Frage stellen. Erstens, welche Person würdest du gerne mal treffen wollen und was würdest du die fragen wollen? Ach, das wäre natürlich Rolf Zukowski. Möchtest du mit mir Musik machen? Das wäre die Frage. Oh, ja. Krass, Rolf Zukowski. Okay, und wo würdest du den treffen? Würdest du mit ihm ein Bierchen trinken gehen, einen Kaffee, was essen gehen, spazieren gehen? Was? Welches Setting könntest du dir vorstellen? Ach, ich könnte mir vorstellen, mit dem spazieren zu gehen. Okay, Rolf Zukowski, würdest du mit mir Musik machen? Ja. Spannend. Hast du gesehen, dass ich Rolf Zukowski auch mal interviewt habe? Natürlich habe ich das gesehen. Das war ein cooles Interview, gell? Ja, und ich saß davor und dachte mir, ja, krass, und er hat so viel von seiner Kindheit erzählt. Ich, ja. also ich finde das immer ganz magisch. Ja? Ich finde, das ist so ein toller Mensch mit so einer tollen Ausstrahlung und Charakter. Das liebe ich einfach. Sehr auf dem Boden geblieben. Trotz all dieser Preise und Ehrungen und sowas. Sehr geerdet, mag ich auch. Wie soll, Achtung, pass auf, Bea, wie soll deine Beerdigung aussehen? Tragen da alle schwarz? Darf da gefeiert werden? Müssen alle heulen? Ist das eine große Party? Ist das was ganz Kleines? Wirst du ins All geschossen, ins Wasser gestreut? Wie ist das? Wie soll das aussehen? Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Okay, so null Gedanken. Null Gedanken, weil ich denke mir, ich bin auf der Erde, ich bin am Leben, ich habe eine Aufgabe. Ich habe mehrere Aufgaben. Die wichtigste sagte ich ja vorhin schon, ich bin Mama. Ja. Ne? Da freut sich mein Kind. ja, und deswegen mache ich mir um das Ende noch überhaupt keine Gedanken. Okay. Nicht mal über die Art und Weise, wie du bestattet wirst oder wer da kommen wird oder so. Hast du auch noch nie, es gibt ja viele Menschen, die formulieren ihre eigene Abschiedsrede. Und gucken sie, also die sehen dann wirklich, wie alle weinen und wie sie da so stehen und sowas. Das hast du aber auch noch nicht so. Das würde mir so das Herz zerreißen, da will ich mir keine Gedanken drum machen. Spannend. Okay, dann lassen wir es nämlich genauso auch stehen. Kommen wir zur letzten Frage in der Kategorie mal unter uns, nämlich Film und Serien. Gibt es einen Film oder eine Serie, von dem oder der du sagst so, boah, bitte, also das ist ein Must-See. Wenn ich den Wunsch an die Welt hätte, bitte guckt euch diesen Film oder diese Serie an. Vielleicht ist es aber auch ein Film oder eine Serie, wo du einfach zu dir selbst sagst, das ist für mich Wahnsinn. Gibt es sowas? Ja, da gibt es ganz viel. Nenn mal einen Film oder eine Serie, wo du sagst, so, boah, das ist so, geht nicht also, ohne. Der Film Green Book, den habe ich mit meinem Freund im Kino gesehen. Und wir beide waren total überwältigt von diesem Film. Also da ist ganz, ganz viel drin, das mir vom Thema her ans Herz geht. Dann natürlich, wenn man im Herzen Musik trägt, dann leidet man mit dem Künstler mit, was er durchmacht und auch was er menschlich durchmacht und das ganze Thema drumherum, das ist einfach so berührend und herzzerreißend. Das ist ein großartiger Film. Leute, ich mache ja immer wieder mal Werbung für diesen Film. Was heißt Werbung? Ich weise immer wieder darauf hin, guckt ihn mal. Bitte auch an der Stelle. Ihr merkt es ja auch, wie nah das der Bea geht, wenn sie nur darüber spricht. Guckt euch diesen Film an. Es ist einfach ein Stück. Ich sag nichts dazu. Es lohnt sich. Es nimmt einen mit auf eine Reise, auf eine wichtige Reise. Ja, cool. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Das ist die Kategorie Ende gut, alles gut. Auch hier habe ich wieder drei Fragen für dich.
Und du darfst gerne nochmal darauf antworten. Das erste ist die Aufgabe, beende den Satz. Es gibt drei Sätze, die sind nicht fertig und du darfst einfach mal aus dem Bauch heraus wieder diesen Satz beenden. Ready? Ja. Okay, und zwar, Heimat bedeutet für mich? Mein Elternhaus. Ich gebe gerne Geld für aus. Ich gebe gerne Geld für, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich so. Ich gebe gerne Geld für Obdachlose aus. Okay, normalerweise lasse ich das einfach so stehen. Das ist aber super spannend. Obdachlose im Sinne von die du antriffst auf der Straße? Richtig, ganz genau. Ich bin dafür auch schon mal beschimpft worden von Passanten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Das ist ein Wert, den ich auch versuche, meinem Sohn mitzugeben. Wir können nicht alle retten, ja. Aber wenn wir jemanden sehen, der offensichtlich Hunger hat, und das gebe ich auch meinem Kind mit, ne? Dann drücke ich meinem Kind eine Brötchentüte in die Hand, vielleicht noch mit ein bisschen Geld drin, und er darf das dann überreichen. Was denkst du über Menschen, die sagen, ey Bea, lass das doch, der versäuft das doch eh? Dann denke ich mir, ihr habt die nicht verstanden. Ja, es gibt dazu eine ganz spannende Studie aus England. Ich werde in einer meiner nächsten Videos mal darüber sprechen. Da gehe ich genau auf das Thema ein. Ich bin da nämlich bei dir, Bea. Ich glaube auch, die Dinge sind nicht so, wie wir manchmal denken, dass sie sind. Okay, letzter Satz. Von meinem Vater habe ich gelernt, streng zu sein. Es tut mir leid, Papa, ich hab dich lieb, aber es ist leider so. Okay, der war sehr straight, oder was? Was heißt streng für dich? Sehr konsequent? Sehr klar, sehr konsequent. In seinen Regeln? Ja. Mhm. Okay. Achtung, mega lecker versus geht gar nicht. Eine andere Aufgabe. Was schmeckt dir total gut und wo sagst du, boah, da könnte ich mich jeden Tag reinknien, und wo sagst du so, das geht nicht, das kriege ich nicht runter? Ich liebe Spinat und herzhafte, deftig deutsche Küche. Aha. Am liebsten so bayerisch mit Klößen und so. Mhm. Und ich hasse Auberginen. Ach du, okay, das geht gar nicht. Aubergine, das geht gar nicht, ich mag die auch nicht riechen. Nicht mal riechen, das heißt, wenn sie irgendwo gibt oder sowas? Nee. Okay, pass auf, letzte Aufgabe. Auch eine wunderschöne Aufgabe. Stell dir vor, wir sind mitten in Berlin. Ein Platz, der von allen Menschen frequentiert wird. Also da ist richtig was los. Und genau an diesem Platz hängt ein weißes Plakat. Und das ist dein Plakat. Du darfst eine Message, etwas, was dir etwas bedeutet, was du den Menschen da draußen sagen willst, zeigen willst, auf dieses Plakat bringen. Irgendwas, was dir sau wichtig ist, ein Thema, keine Ahnung. Was käme auf dieses Plakat? Muss das ein Satz sein? Das darf auch ein Bild sein. Das darf eine Message sein, auf wie auch immer du es möchtest. Also ich glaube, ich würde da ganz viele Herzen drauf malen. Und stehen die für etwas? Ja, die stehen für Nächstenliebe. Würdest du es auch draufschreiben, Nächstenliebe, oder würdest du nur die Herzen draufmalen? Nein, ich würde nur die Herzen draufmalen, weil ich glaube, die Herzen lösen auch bei jedem anderen, bei jedem etwas anderes aus. Manchmal muss ich ja nicht meine Botschaft, die ich habe, unbedingt an den Mann bringen, sondern ich repräsentiere vielleicht etwas, das ist auch in der Kunst sehr verbreitet, und es löst bei jemand anderem etwas aus. Und ich finde ein Herz sehr aussagekräftig, wo man sehr viel reininterpretieren kann. Und das ist das, was dir in der Welt manchmal zu kurz kommt, Nächstenliebe? Oder nicht zu kurz, oder sollte es einfach nur noch mehr vorkommen? Ja, ich glaube noch mehr, ganz besonders im Umgang miteinander. Auch in der Arbeitswelt fällt mir das immer wieder auf. Der Umgang miteinander, der ist echt wichtig. Ja. Dass man herzlich miteinander umgeht und wie gesagt mit den Obdachlosen auch, ne, versteht euch. Hackt nicht aufeinander rum. Da ist was Wohlwollendes drin. Ja. Seid wohlwollender miteinander. Geht nicht immer davon aus, dass der andere böse oder schlecht ist, sondern einfach mal davon ausgehen, dass was Gutes in dem anderen steckt. Richtig. Ja, da bin ich ganz bei dir.
Bea, das war's schon. That's the show. Ja, die ist jetzt schon rum. Ich danke dir von Herzen fürs Mitmachen und für die tolle Zeit, die wunderbaren fast 35 Minuten, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Ich wünsche dir alles gut und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns bestimmt noch mal. Wer weiß, wann und wie. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.